Straßenpapst, Restaurator, Tennisspieler, Ehemann. Professor Mang oder mit exaktem Titel Professor Dr. Dr. Metabil Mang hat viele Gesichter. Die Öffentlichkeit kennt ihn als Gründer der Bodenseeklinik, der größten Schönheitsklinik Europas. Nicht immer handsam, präsent in den Medien und bei VIP-Events. Doch wie ist er privat, der Schönheitspapst vom Bodensee? Das ging ganz klein los. Ich bin ja in Ulm geboren und dann am Bodensee aufgewachsen. Und mein Vater war Forstdirektor, von dem habe ich viel gelernt, aber ganz spartanisch aufgewachsen und habe mit nichts angefangen. Habe mein Studium mit Taxifahren, Skilehrer, Tennislehrer verdient und habe nie an die Millionen gedacht, sondern an Freude des Berufes. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Gesichtschirurgie hat ihn schon immer fasziniert. In seiner Zeit in der Münchner Unfallchirurgie rekonstruierte er viele Gesichter. Heute verhilft Professor Mang Menschen zu ihrem persönlichen Schönheitsideal. Wer aber glaubt, alles sei möglich in der Bodenseeklinik, irrt. 10% meiner Patienten schicke ich weg, die jetzt mit einem Bild von Claudia Schiffer kommen. Sie wollen die Nase von Claudia Schiffer oder ein Junge will aussehen wie Brad Pitt oder George Clooney. Es kam letzte Woche eine Mädchen zu mir, die wollte die 7. Rippe rausgeschnitten haben, weil sie eine Taille wie die Victoria Beckham will. Also es gibt die unmöglichsten Wünsche, die ich vor 10 Jahren nicht gehabt habe. Was er schon vor 10 Jahren hatte und neben seinem Traumberuf ganz oben anstellt, ist seine Familie. Die Erdung, sage ich immer wieder, wenn ich nicht so eine tolle Frau hätte, die ich natürlich auch im OP kennengelernt habe, mit 17 den Blinddarm rausoperiert, dann wäre ich wahrscheinlich schon 3-mal geschieden und was weiß ich. Also ja, ich bin seit über 30 Jahren mit derselben Frau zusammen, habe 2 tolle Kinder und ja, wahrscheinlich muss das Liebe sein, sonst auch von meiner Frau, sonst hätte es wahrscheinlich mit mir nicht so lange ausgehalten, weil ich bin natürlich dauernd unterwegs und nur am Arbeiten. Hallo, grüß dich. Servus. Gönnt er sich mal ein Päuschen, flaniert er gerne mit seiner Frau Sibylle durch Lindau. Hier hat er zahlreiche Investments getätigt. Alte Häuser sanieren ist für ihn Wertanlage und Leidenschaft zugleich. Handwerkliche Betätigung mit einem sichtbaren Ergebnis, das man selbst geschaffen hat. So erklärt Professor Mang seine Begeisterung für die Schönheitschirurgie und die Architektur. Ja gut, das ist der untere Schrannenplatz, da habe ich vor 25 Jahren angefangen mit Praxis und 4 Betten. Habe das saniert, mein erstes Haus, was ich saniert habe. Sind wir damals mit dem Bagger unten reingefahren, haben die ganzen Kohlen und alles rausgeholt. Und dann haben wir alles durchsaniert. Und Sie sehen, da ist ein Schild Familienstiftung. Diese alten Häuser kommen in eine Familienstiftung, damit sie meiner Familie auch nach vielen, vielen Jahren erhalten bleiben, das, was von mir übrig bleibt. Und damit die Kinder das auch nicht verkaufen können, sondern dass sie fleißig arbeiten und das ganze schöne Ensemble erhalten. Auch eine Gedächtniskapelle gehört zur Mang-Familienstiftung. Wenn das Ehepaar durch Lindau flaniert, darf ein Besuch beim Lieblingsitaliener Da Capo nicht fehlen. Dort wärmt nicht nur der Cappuccino das Herz, sondern auch der Beginn der Liebesgeschichte von Sibylle und Werner Mang. Wir haben uns kennengelernt 1975 in einem Schwimmbad. Und da ging es eigentlich um eine Wette. Er wollte mich ansprechen. Eine Freundin hat gesagt, da ist nichts zu machen. Die hat einen Freund und dann hat er eigentlich gewettet, er kriegt mich rum. Und das hat er auch relativ schnell geschafft. Auch mit einer Blinddarmoperation? Ja, das auch noch. Blinddarm wurde mir auch noch rausgenommen, gleich damals. Und nein, also Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Nein, das kam auf den zweiten Blick. Bei mir auch. Seine Gattin ist nicht das Einzige, was schon lange währt. Professor Mang ist gläubiger Katholik und neben seiner Frau und seinen beiden Kindern auch vernarrt in seinen Labrador Mali. So oberflächlich das Geschäft mit der Schönheit wirken mag. In Professor Mangs Privatleben scheinen andere Werte zu zählen. Wie zum Beispiel einmal die Woche mit alten Freunden Tennis spielen. Zwischen Chatset und OP-Tisch findet der Schönheitspapst dafür seit 30 Jahren Zeit. Worin er in der Zukunft Zeit investieren möchte, weiß er auch schon ganz genau. Mit 65 geht das Leben los und ich habe in meinem Hinterkopf einmal natürlich Architektur bauen, dann gesund bleiben, arbeiten in der Klinik,
zumindest als Management und die wichtigsten Operationen machen. Also ich werde es wahrscheinlich wie beim Bernie Ecclestone halten, man muss mich dann aus dem OP raustragen, wie ihn mit 82 aus der Formel 1 Strecke. Ja, und so meine neue Idee ist Bauernhof kaufen und Käse herstellen. Also das ist zurzeit so, ich habe ja immer so neue Projekte und wenn ich nachts, ich schlafe immer gut ein wie ein Murmeltier und dann denke ich zurzeit eben an was Schönes, Bauernhof, und kann mir vorstellen, dass ich dann eine eigene Käserei mache. Hunderte Fernsehberichte, tausende Printartikel, unzählige Meinungen über Professor Werner Manger. Abseits von perfekten Stupsnasen und roten Teppichen, inmitten seiner Heimat ist Professor Mang mehr als nur ein prominenter Schönheitschirurg. Er ist ein Kind der Region, das dank Leidenschaft und Fleiß heute viel zurückgeben kann.